Ich mach's ganz kurz. Es gibt wieder Hoffnung fürs Monsterverse. Godzilla vs. Kong hatte ja einen etwas schwierigeren Start gehabt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Film nämlich nicht überall im Kino laufen. Deswegen lief der Film parallel in den Kinos und aber auch in den Heimkinos. Beziehungsweise konnten wir den Film auf HBO Max gucken, zeitgleich mit dem Kinostart. Das hatte für den Erfolg des Films auf jeden Fall große Auswirkungen und die merken wir jetzt. Das Monsterverse an sich ist immer ein finanzieller Erfolg gewesen, hat aber so ein bisschen vor sich rumgedümpelt. Viele wussten nicht genau, was sie damit anfangen sollten. Für Fans war es entweder ein unfassbar cooles Kinoerlebnis oder eben eine Riesenenttäuschung, weil sich das Ganze eben so weit von der Original-Godzilla-Reihe entfernt hatte, beziehungsweise von der Kong-Reihe entfernt hatte. Seit etwas weniger als einem Jahr kursiert das Gerücht herum, dass ein Son of Kong in die Kinos kommen soll, beziehungsweise dass es der nächste logische Schritt wäre. Son of Kong, die Geschichte eines Sohns von Kong logischerweise, der das ganze Monsterverse in irgendeiner Form fortsetzt, war für Godzilla-Fans nur mäßig befriedigend, weil Godzilla darin eben nicht vorkommen würde. Jetzt habe ich hier aber eine interessante News für euch, denn Godzilla könnte auch wieder aus den Tiefen des Ozeans emporkommen. Und zwar in einem weiteren Monsterverse-Film. Der finanzielle Erfolg von Godzilla vs. Kong war tatsächlich ausschlaggebend dafür, dass Toho und Universal sich zusammensetzen und aktuell darüber nachdenken, wie gehen wir jetzt damit weiter. Denn sowohl Toho als auch Universal haben Pläne für eine Fortsetzung. Toho hat zuletzt auf der diesjährigen Godzilla Birthday-Konferenz einen Kurzfilm gezeigt, womit sie ein bisschen angedeutet haben, ey, so würden unsere weiteren Projekte aussehen und der Regisseur von Godzilla vs. Kong, Adam Wingard, der auch schon bestätigt, er wäre sehr interessiert in einem Godzilla vs. Kong 2, also an einem Remake des Ganzen, wo ich aber auch sage, das wäre jetzt ein bisschen zu früh, das schon jetzt zu bringen. Ich meine, das war eben erst und ja, wie dem auch sei, die beiden stehen auf jeden Fall in engem Kontakt. Sowohl Toho als auch Universal sind daran interessiert, die ganze Geschichte fortzusetzen. Die Fans haben jetzt schon ein paar Theorien aufgestellt, wie das jetzt vonstatten gehen könnte und die große Theorie ist es, und da bekomme ich so ein bisschen negative Gänsehaut, dass wir jetzt ein großes Multiversum im Monsterverse bekommen. Und zwar, dass sowohl die Toho-Reihe als auch die Universal-Reihe irgendwie miteinander connected sind und trotzdem ihre eigenen Abenteuer haben. Das heißt, wir bekommen den und den Toho-Film und den Universal-Monsterverse-Film und danach irgendwann treffen die aufeinander und dann bekommen wir Godzilla aus Toho gegen Kong aus Universal. Weiß nicht, an sich ist das ja ganz cool und ich verstehe auch, warum der Gedanke kommt. Godzilla verdient auf jeden Fall wesentlich mehr Kino-Content, wesentlich mehr Filme, wesentlich mehr Aufmerksamkeit. Aber dieses ganze Universums-Franchise in Multiversen aufgesplittete, das Konzept, das gefällt mir einfach nicht so. Und ich weiß halt nicht. Wie gesagt, das sind bisher einfach einfach nur ein paar Leaks, die jetzt offengelegt wurden. Toho und Universal quatschen miteinander, wie es damit jetzt weitergehen soll. Alles andere sind reine Fan-Theorien oder eben Fan-Wünsche. Ich bin der Meinung, nee, macht es nicht, übertreibt es einfach nicht. Macht von mir aus separat die Godzilla-Monsterverse-Reihe eben weiter und macht separat eben noch die Toho-Geschichten einfach weiter. Und das ist doch eine Win-Win-Situation. Man muss nicht immer alles auf Zwang miteinander connecten. Ich brauche das wirklich nicht. Und vielleicht spreche ich auch nur für mich selbst. Schreibt es mir in die Kommentare rein, was ihr davon haltet zu dieser kurzen News. Auf jeden Fall gibt es wieder definitiv Hoffnung für das Monsterverse. Das freut mich wirklich sehr. Und auf eure Meinung bin ich dabei sehr gespannt. Wenn ihr jetzt noch Lust habt, meine Gedanken über den neuen Jurassic World 3 Film zu sehen, beziehungsweise was die Story angeht, könnt ihr das Video hier oben anklicken. Für meine Gedanken über den 5-Minuten-Clip klickt ihr einfach hier unten drauf. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.